Und dann zieht immer wieder schnellen Schrittes die paar Schritte über den Platz zurück zu Abelmir und den Zwergen. Jetzt gar nichts rausgefunden. Geht ja schon in so einen verfluchten Ort voller Drachenmagie und hat nichts rausgefunden. Ah, Sie sind wie soll ich sagen, etwas bürokratisch. Ah, Sie schreiben Berichte, aber Sie wollen aktiv noch nicht und nicht. Sie wollen ein großes Kanonikum einrufen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Treffen der Gildenräte. Ah, das klingt ja schrecklich. Schreibt ihr auch auf Steintafeln? Natürlich nicht. Naja, gut, sieht so Lange aus, als dauern. ob das eine Steintafel schwer wäre. Ein Kanonikum ist ein Treffen der Spektralitäten und der Gildenräte. Es findet nur in Notzeiten statt. Ältestenrat, das haben wir auch. Aber da trinken wir viel Bier. Da sitzen halt auch vernünftige Leute. Nicht so wie hier. Jungs, Zum auch schon Beispiel. sowieso eine vernünftige Zwerge. Richtig, richtig. Das Also was tun wir jetzt? Wir können doch hier nicht warten, bis wir diesen komischen Ritter Jalan und Ragnar, habt ihr gesagt? Bis wir die finden. Die sind doch hier irgendwo und nirgendwo. Die haben bestimmt richtig wichtige Dinge gerade zu tun, oder? Ömer, wo könnte Ihr Ragnar sein? Ihr seid doch mit ihm in die Stadt gekommen, oder? Hä, was? Ja, ich bin da, ich bin hier durch dieses Tor gekommen, was gen Raya gewandt ist. Aber die Tore wurden ja nicht gemacht. Das ist natürlich ein Problem. Vielleicht. Sollten wir ins Zelanda gehen und uns das richtig gut gelassen, bis Jalan uns findet? Nein, 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 das ist keine Option. Wir müssen etwas tun und nicht wie gewisse andere Leute hier rumsitzen und Berichte schreiben. Wir sollten. Ah, vielleicht sollten wir uns aufteilen. Ömer? Wir suchen im Zelanda nach ihm. Nein, In einem Vorschlag. Aber ich finde hier gar nichts. Okay, was soll ich tun, Hoher? Vielleicht solltet ihr Ragnar suchen. Den Ihr finde ich nicht findet in der großen bestimmt Stadt. Wege über die Stadtmauer, die andere nicht finden. Wollt ihr also sagen, ich soll illegal über die Stadtmauer klettern? Ist das euer Nein, Befehl, Hoher Herr? natürlich nicht. Ihr sollt Wege finden. Versteckte Wege. Das ist aber illegal, Hoher Herr. Klingt nicht legal, da hat er recht. Also, ihr wollt mich jetzt zu illegalen Dingen anstiften, Hoher Nein, Herr? nein, ja, ihr habt recht, das ihr ist aber habt nicht recht. nett. Diese Ihr habt recht. Drachenmagier wieder. Nur Ja, schön illegales sowas. Zeug. Irma, lass dir sowas nicht einreden. Nee, also mit illegalen Dingen möchte ich ja nichts am Hut haben. Richtig, richtig. Überredprobe, Ömer. Menschenkenntnis von Hat Abelmir dir so dagegen. gezählt? Kann ich da auch eine Menschenkenntnis würfeln? Ja, ist das Schwert um 7. Naja, nur um 5. Nur um 5. Ja. Beziehungsweise 5 für die Rasse und 3 für die falsche. Ach komm. Kannst du knicken. Würfel einfach. Ja, Was komm. denn? Dann gucken wir Menschenkenntnis? aufs Skript. Ja, bei dir Ah. ist es eine Menschenkenntnis und er ist Thulamide, du bist Horasia, das sind 3 Punkte für Kultur und Torgosch hat eine Menschenkenntnis plus 7 für die. Ach nee, gar nicht, du hast ja auch mittelalterliche Kulturkunde. Ja. Dann ist es Ja, nur ist dann ist es trotzdem. nur eine plus 3 für die falsche Kultur. Trotzdem utopisch. Ja, Ja, immer, du bist einfach ein ehrlicher Junge. Dass du ich sowas bin doch ein nicht. einfacher, armer kleiner Diener. Ja, Lass das das kannst du doch deinen dem armen Klönbach Jungen mal nicht wieder. einreden. Ja, richtig. Also Abel mir. Gut. Du bist doch ein richtiger Haderlump. Aber mir, Mensch. Das Der habe ich gute gehört jetzt. Ömer. Tut dir gar nichts und du forderst ihn zu solchen Dingen auf. Ah, Wir sollten nicht der Stadtwache melden. Richtig, richtig. Und was bringt euch das? Ist ja nichts passiert, ist doch nichts passiert, hoher Herr. Alles Ja, gut. immer wenn du das sagst, hast du nochmal Glück Ah, gehabt, dass wir Ulmer ich nicht glaube, Dem Ömer glaube ich alles. Guck doch mal auf die Karte hier. Ah, wo ist denn dieser blöde Ingrim-Tempel? Ah, das müsste der Ingrim-Tempel sein. Zeig mal auf die Stelle von der Karte, von der ich vermute, dass es ein Ingrim-Tempel Also, ist. hast du den Ingrim-Tempel einzeichnen lassen? Nö. Nee, also eingezeichnet ist nur noch das Rathaus und die Genau, Akademie der also Ausrüstung. Ingrim-Tempel hast du dir damals nicht einzeichnen lassen. Du hattest nach. Muss gerade Gott, gucken, KGA hätte ich hier noch einzeichnen können, beziehungsweise nicht KGA, Entschuldigung, sondern Geräte. Kriminalkammer. Kriminalkammer. Die kannst du noch haben. Ah, dann sollten wir vielleicht erstmal das Rathaus aufsuchen. Dort scheint mir das Zentrum der Macht zu sein. Kommt. Habt ihr denn keinen König oder sowas? Kein Bergkönig? Da ist doch immer Ja, das mein Zentrum der Macht. Kaiser. Ich glaube, das Mittelreich hat einen Kaiser.
Oder ein Thronverweser? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jemand, der auf dem Thron verwest? Verweser. Das nein, die, aber Menschen, die Menschen sind ja, dumm. Kommt einfach mit. Natürlich vorher. Komische Leute hier. Schneller! Ja, jetzt renn doch schon. Ja, gestern konntest du nicht wieder kaum voneinander. Derweil beim Brett- und Kartenspiel Jalan verliert. Die Rechnung ist beglichen von Wunderhammer. Er nickt dir nochmal dankbar zu. Aber wenn ihr noch irgendwie, wenn ihr noch was braucht, ihr seht aus wie ein Mann, der so ein bisschen verloren ist hier in der großen Stadt. Dann ich helfe euch gerne. Ihr seid sehr freundlich, hoher Herr. Ein klein wenig. Wo ich herkomme, kann man meistens den ganzen Ort mit einem Blick überschaffen. Falls ich etwas brauchen sollte, werde ich euch auch suchen. Aber für jetzt habe ich ja meinen Begleiter Ragnar hier. Und Tosche, ich bin aber betrunken gerade. Du bleibst hier. Nein, Tosche ist ein guter Typ. Tosche. Ja, na, wir sollten dann vielleicht zusehen, dass wir noch zur alten Residenz kommen, bevor der Tag zu Ende ist. Ja klar, wir wollen da ja hin und... Bist du sicher, dass wir da unseren gemeinsamen Freund finden? Nein. Aber? Wenn wir dort vorstellig werden, wird er auf jeden Fall erfahren, dass wir nach ihm suchen. Und wenn er mit uns sprechen will, wird er mit uns sprechen. Ach, ich glaube, das wäre eine fexgefällige Tat, wenn wir ihn selber finden würden. Ich bin nicht darauf aus, fexgefällige Taten zu machen, sondern... Ihr wisst schon, meine Pflicht zu erfüllen. Na gut, dann wollen wir... nicht durch dunkle Gassen zu kriechen. Wieso wollen wir denn nicht zur neuen Residenz? Ich dachte, die wurde jetzt extra gebaut. Sitzt die Reichsregierung denn schon da? Ich weiß so etwas doch nicht. Ich weiß das auch nicht. Wenn ihr zur Regierung wollt, dann müsst ihr ins Rathaus gehen. Rathaus? Das ist doch die Regierung, oder? Ja, ich glaub schon. Nicht die Stadtregierung, die Reichsregierung. Oh, die sitzt, im Praios-Tempel. In der alten Residenz nicht nur noch hier dieser alte Sack hier, wie heißt er noch, Storko oder so? Weiß ich nicht, davon habe ich noch nie was gehört. Oder ist er in der neuen Residenz, ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Wir gehen also zum Rathaus. Dort wird man uns weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass Kaiser Hall für euch Zeit hat. Hall! Vergesst es, gehen wir. Ja, Kaiser Hall. Weiß doch so, oder? Ja, der hat den Tempel. Was, wo? Ja, neben Kaiser Bardo und Schellater. Habe ich auch mal gebadet. Hat er einen Tempel? Nee, wir haben doch gar nicht mehr Kaiser Hall, oder? Stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, du hast ja Kaiser Bardo angesprochen, richtig? Kaiser Bardo ist doch, oder? Keine Ahnung. Nee, Kaiserin Scheller, oder nicht? Die Zähneknirschen, das von Jahren auftritt, wird immer und immer lauter. Kaiserin Scheller ist doch nur die Ehefrau von dem Bardo, oder nicht? War das nicht die Tochter? Ragnar, wir gehen. Jetzt. Okay. Wissen nicht mal, wie ihr eigener Kaiser ist. Bei allen 12 Götter. Ragnar findet das ja lustig. Stolz und selbstbewusst zeigt sich das Rathaus Garitz. Noch vor 2 Jahrzehnten ein altes, zweistöckiges Gebäude aus Zeiten Eslam II. Präsentiert es sich heute nach einem gewohnten Ausbau. Ja, hier ein paar Stockwerke auf 4 Schritt Höhe, beziehungsweise, auf 4 Stockwerken, so rum. Ragt es hier nach oben, spitze, hohe Fenster und ihr werdet dort von ein paar, Stadtdienern empfangen, die euch dann sagen, ihr dürft eine Nummer ziehen. Oh, ich habe auch noch Karten. Wollen wir Karten? Wollt ihr auch eine Nummer ziehen? Nein, tut mir leid. Wir werden hier sämtliche Anliegen nach Nummern klären. Allerdings gibt es heute wohl keine Termine mehr. Der nächste Termin wird sich, glaube ich, in 2 Tagen befinden. Wir haben zurzeit in den letzten paar Stunden, nachdem die Stadt sehr verwüstet wurde, einige Klagen hereinbekommen, einige Sachbeschädigungen, die gemeldet worden sind und Erstattungen, Versicherungen, die geprüft werden müssen. Ihr könnt gerne Nummer ziehen. Man stützt Abel mir mal sanft den Ellbogen sozusagen in die Seite, also ohne weh zu tun. Abel mir, jetzt ist die Zeit für Backschisch. Es ist niemals Zeit für Baschisch. Okay, in den zivilisierten Gegenden regelt man das zivilisiert. Zieh eine Nummer. Würfel mal 2W100.
Jetzt zwei Tage hier fahren. Der W10, W10 Rechtsklick. Okay. Ach, ein W100 reicht. Ja, passt. 37. Tage oder Wochen? Du hast die Nummer 37, du weißt nicht, was das bedeuten soll. Gut. Ja. Und setz mich dann auf den Wartestuhl. Ja, hoffentlich. Es gibt hier natürlich auch ganz viele Räume, die nach verschiedenen Stockwerken führen. Gibt ja auch ein paar Schalter. Ein paar davon sind leer. An anderen steht ganz, ganz viele Leute. Und die eine, sitzt so eine Frau hinter dem Tisch, macht sich gerade die Nägel, hat nichts zu tun. Unterhält sich gerade mit der am Nachbarschalter Tresen. Und die quatschen gerade wohl über ihren Mann, der wohl irgendwie, zu oft bei der Nachbarin vorbeischaut und, ja. Nach ungefähr 10 Minuten stehe ich von diesem Stuhl auf. Bevor die 10 Minuten rum sind. Geh da hin irgendwie zur Assistentin, wie auch immer. Immer will vorher noch was. Ja, hoher Herr, soll ich euch vielleicht eine Decke holen, falls es hier länger dauert, so als 2 Tage? Nein. Es wird sich alles finden. Okay. Sekunde. Ich trete also auf diese Rezeption zu. Naja, und dann sagt Harika, die Susa hat ja mit der Elvene gesprochen und der Chorus. Dame. Verzeihung, ich unterhalte mich gerade. Naja, zumindest, sie macht sich die Nägel weiter. Die Vala hat ja auch mit dem Jetsam gesprochen. Und das war ja sowas von unangenehm, weil sie war ja mit der Fekaya unterwegs gewesen. Und die Hesine hat gesagt, die Wilbura mag den gar nicht. Ja, was kann ich denn für sie tun? Ich wollte gerade schon Selbstbeherrschungsprobe holen. Wie lange wird das noch dauern? Haben Sie eine Nummer? 37. Das heißt, es sind noch 37 andere Leute vor Ihnen. Sehen Sie doch. Das heißt? Das heißt, dass Ihr Antrag dann beantwortet werden kann. Könnt ihr eine Nachricht schicken, wenn die 37 an der Reihe ist? Da müssten Sie allerdings ein Formular ausfüllen. Oh Gott. Ich hasse sie. Sie schiebt ja ein Formular rüber. Ist wohl irgendwie rosanes Formular. Antrag 34b. Das müssten Sie ausfüllen. Vorn, Zunahme. Unterschrift, hier der Stempel. Versicherungsnummer. Und dann können wir Ihnen, wenn Sie sagen, wo Sie untergekommen sind, in welchem Haus Sie wohnen oder in welcher Wohnung, können wir Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Hier ist ein Blick auf dieses Formular. Sie schiebt hier Federkiel rüber. Ja, Arbeitsumstände, zwei Silberkörner. Ich habe selber einen Stift. Sekunde. Ach nein, ich habe ihn gar nicht bei mir. Habt ihr einen Stift? Aber du kriegst Kopfschmerzen. Oh, ist das schlimm. Nee, hab ich nicht, aber braucht ihr einen? Gut. Sekunde. Ich greife mir diese Feder, setze mich wieder zurück auf den Platz und fülle dieses Formular. Zeig auf die Stelle. Resident. Wo seid ihr denn in 2 Tagen? Signer tritt gerade nach vorne in den Schalter. Ey, du Olle! Hast du mal Bier? Ich nicke verständnisvoll, schau dann Ömer an. Glaubst du, die haben hier Bier? Das weiß ich nicht, aber vielleicht für ein kleines Backschisch werden die bestimmt eins rausrücken. Ist denn Backschisch? Backschisch ist sozusagen so dieses Allheilmittel. Man gibt Leuten ein bisschen Geld und dann machen die das eben. Halt Leute für das, was sie tun, okay. Genau. Sozusagen so präventiv schon mal so ein bisschen Geld geben, damit die Leute sozusagen so motiviert sind, einem zu helfen zu wollen. Und warum macht der andere Langbeiner das nicht? Der hat gesagt, das wird hier so nicht gemacht. Also das ist ein Brauch von mir zu Hause in Tulamidenland. Ich bin noch nicht so häufig hier gewesen, aber ich lerne ja nicht. Torgosch, die haben hier kein Bier. Was? Ja. Was hast du für eine Ratsversammlung? Weiß ich auch nicht. Ist das hier nicht auch irgendwie nur das Rathaus oder so? Das ist ja gar keine richtige Kammer, du. Wie soll sich denn hier der Rat versammeln? Ich weiß auch nicht. Ich würde das immer nach unten bauen. Die haben das nach oben gebaut. Ja, kannst du selbst sagen. Das ist gar nicht sicher, wenn... Kannst du gar keine Hallen nachbauen. Jetzt die Drachen kommen, was machst du denn dann? Dann stehst du hier und dann fällt das doch alles über dir zusammen. Wollte gerade sagen, wenn Drachen kommen. Was machen die, wenn Drachen kommen? Woher?
Wolltet ihr wirklich 2 Tage noch immer in Zelanda wohnen? War das nicht Igna, Igna geht nach vorne und fragt, was wir machen, wenn Drachen kommen. Ich nicke verständnisvoll. Ich hatte die Adresse voller Hunden eingetragen. Du hast den voller Hunden eingetragen, okay. Hier. Ich hätte gerne einen Durchschlag. Die ja, selbst, liegt selbstverständlich. Tisch. Dreifacher Durchschlag. Sie schaut dich an, rollt mit den Augen. Dreifacher Durchschlag. Wiederhol das nochmal. Ihr tretet wieder nach draußen auf die Straße, wo Jalan und Ragnar zufällig gerade vorbeikommen, um... Ja, wir wollen doch ins Rathaus. Nee, ihr wolltet... um Rathaus und danach den Weg fragen. Achso, ihr wolltet zum Rathaus? Achso, also ich weiß, wie ich zur neuen Residenz komme, ne? Ich wollte gerade sagen, ihr wolltet zur neuen Residenz. Das ist ja ganz woanders. Gerade eben hat er noch so getan, als wüsste er den Weg. Ah, wir wissen nicht, ob die Regierung in der neuen oder in der alten Residenz hocken. Das wollten wir im Rathaus nachfragen. Ah, zumindest trefft ihr auf die anderen. Ah, wie geht's euch denn? Da seid ihr ja. Ömer. Ah, guck, seht, hier, wir haben einen Durchschlag. Winkel somit mit den Papieren. Ich schau mir mal diese Papiere an. Ah, die Langbeiner kenne ich doch. Was tut ihr, wenn hier Drachen kommen? Nummer 37, Abelmir. Ja, nur 2 Taler. Das ist ganz schön schlecht. Wie viel Bearbeitungsgebühren habt ihr denn bezahlt? Ach, 2 Silbertaler. Die übliche Silbertaler. Da habt ihr euch ganz schön übers Ohr hauen lassen. Also wenn man vernünftige Bearbeitungsgebühren bezahlt von 2 Silbertalern, dann ist man normalerweise Nummer 10. Ah, ich kenne da einen Trick. Wenn es wirklich schnell gehen soll, dann kann man Dukate zahlen, dann ist man Nummer 2. Warum kriegt ihr Nummern? Ey, Abelmir, Igna zupft an deinem Rockbein. Ich kenne einen Trick. Gib mir mal deinen Zettel, ich kenne einen Trick. Aber nicht zerreißen. Nein, nicht zerreißen. Man könnte sonst die 7 abreißen, das ist auch ein Trick, aber... Nein, das ist doch kein Trick. Er nimmt einen Kohlestift, der ganz klar andere Farbe hat, und malt eine 1 nein! Vor die 3. Nein, das sind digitale Dokumente. Streich die 7 durch. So, Platz 13. 13? Sagt das immer dann. Das ist besser. Zahl. Da hast du gerade 24 Plätze gut gemacht. Das ist eine Unglückszahl. Und so funktioniert das übrigens auch nicht. Igna tippt sich an den Kopf. Man muss es auch hier haben. ich glaube, ihr müsst eure vertikal herausgeforderten Begleiter ein wenig mehr unter Kontrolle halten. Ich denke, ich werde da mal kurz reingehen und gucken, was da vor sich geht. Ragnar, wir gehen jetzt zur alten Residenz. Aber wir wollten doch erstmal gucken, wo die Regierung überhaupt sitzt. Die ist doch hier direkt um die Ecke, dachte ich. Ich habe einen Plan. Ja, aber die alte und die neue Residenz sind komplett an anderen Orten. Ich fisch mal so einen Plan aus meiner Hosentasche raus. Hier, guck, mein Plan. Das ist eine Karte. Da sind bunte Kreise drauf. Guck mal, da sind wir gerade und ich deute aufs Rathaus. Und das hier ist dann die Residenz. Das ist ja das große Gebäude mit dem Park, oder? Es gibt 2 Residenzen. Das eine war irgendwie jetzt so eine ganz gut geplante, weil die alte Residenz irgendwie baufällig wird oder sowas. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall wollten die da irgendwie raus. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie der Kaiser war, der da rausgewollt hat. Oder ob das irgendwie, keine Ahnung, der Reichsgroßgeheimrat war, der da raus wollte. Auf jeden Fall wollte da irgendjemand raus. Ob es jetzt die Regierung waren oder ob es die Kaiser waren, die da raus wollten. Ich würde jetzt erstmal im Rathaus nachfragen, wo jetzt die Regierung sitzt. Ob die in der alten Residenz ist oder ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem Preios-Tempel wohnen. Ich weiß das ja gar nicht. Lass es einzeichnen. Ja, also hier ist die alte Residenz. Und ich deute mal da auf die alte Residenz. Dann gehen wir da doch einfach hin. Da hinten wohnt Alonso und ich deute hier irgendwo hin. Da ist der Tempel der Herberge der Gütigen Krakavia. Wer ist Alonso? Alonso ist ein guter Freund. Hier kriegt man gutes Bier, wenn man vernünftig verhandelt. Ansonsten, wenn man bestimmte Substanzen haben will, kann man auch hier hingehen. Ich schaue ihn ein wenig verständnislos an. Der Staat ist frustrierend. Ist sehr groß auf jeden Fall, Was hilft uns das jetzt, wenn wir wissen, wo Alonso wohnt? Alonso kann euch quasi Informationen bringen. Er kennt die Stadt sogar besser als ich. Die Residenz, zu welcher müssen wir? Und hier ist übrigens Gaius Cordovan. Das war das große Gesicht, was ihr gesehen hattet. Okay. Wenn's geht, heute noch. Ich muss erstmal ins Rathaus jetzt gehen, aber wie das aussieht, haben sie gerade geschlossen. Ich hab die 37. Nee, ihr habt die Nummer 13 nur noch. Ich glaube, ihr habt die 137. Nein. Also ich versuche da jetzt reinzugehen, aber es ist ja schon relativ dunkel. Man muss auch mal ein Fox sein. Richtig. Also ich würde da jetzt reingehen. Ja.
Du ziehst die Nummer 39. Ach, Margaret, wir können das doch... Wie geht's eigentlich Alrike? Ah, die Alrike, die hat sich von ihrem Mann getrennt, musst du wissen. Was? Von Trautmann? Ja, die ist jetzt mit Raya lieb zusammen. Raya lieb, oh. Ist das eine bessere Wahl? Ja, also der ja kennt die zumindest und Glenna hat auch gesagt, das ist eine bessere Wahl, aber naja, die Ilke hat zumindest kein gutes Wort bei der gelassen. Ah, das ist natürlich, ach, schade. Aber ich habe gehört, hier, du hast doch jetzt irgendwie den Jackpot hier mit dem, wie heißt er noch, getroffen. Ah, der Flickenschuh, ja, der... Der Flickenschuh, ja, genau. Der ist mir zugelaufen. Aber sag mal, hier, der war ja nicht so reich, ne? Also hier, nimm mal lieber hier diese Goldmünze und dann, ich glaube, du hattest da doch unter dem Tisch irgendwie noch so eine Nummer kleben. Eine ganze Goldmünze? Ja, sie schiebt dir die Nummer 2 rüber. Ach ja, klar. Alles klar, danke, Margaret. Gerne. Ja, und ich gehe wieder raus und sag zu den anderen, so, was wollten wir hier im Rathaus? Wir wollten herausfinden, zu welcher Residenz... Wir gehen jetzt einfach zu halten. Ich glaube nicht, dass wir da einfach so reinkommen. Deswegen werden wir am Tor freundlich um Einlass bitten. Ich dachte, ich habe jetzt bestimmt nicht hier beim Rathaus die Nummer 2 gezogen, damit wir in 5 Minuten dran sind, damit wir jetzt zur alten Residenz laufen, um dort 30 Minuten vor dem Tor zu stehen. Und was genau bringt es uns, wenn wir im Rathaus jetzt gleich dran sind? Wir wollen nicht mit der Stadtregierung sprechen. Aber mir hier wollte scheinbar irgendwas aus dem Rathaus. Wir haben doch eine Ratsversammlung, oder nicht bald? Dann genau. Ach, die Bearbeitungsgebühren hierfür waren übrigens eine Dukat und 5 Silberabendmühe. Ja und? Ihr wollt mir also sagen, ihr wollt mir nicht das Geld zurückerstatten, damit ich euch einen schnelleren Weg für eure reichstreue Arbeit beschafft habe. Ihr wirkt gerade eben so, als hättet ihr sehr starke Kopfschmerzen, die ich gerade erleichtert habe. Es dient doch dem höheren Wohl der Stadt. Aber mir was genau wollt ihr überhaupt? Wohl dient es auch, indem ihr mir ein wenig Geld gebt. Das ich gerade für euch ausgegeben habe. Ich muss sagen, Ragnar hat sich so ins Zeug gelegt. Der hat bestimmt so lieb bitte gesagt. Also Abelmir, erst den guten Ömer hier in irgendwelche gefährlichen Aktivitäten einbinden und dann hat jemand von Geld euch, nicht. Hat jemand von euch gefahren, hat's nicht? Nein. Keine Punkte frei. Dann Sinnschärfe bitte. In die Box. Auf Sehen, Hören, auf was? In die Box. Ich gebe 3 ASP aus und Verstärkraft. Entschuldigung, auf Sicht. Ja, also mach mal auf Sicht. Falls dann irgendwelche Zusatzsinne aktiviert werden. 3 Punkte zusätzlich, so Ragnar. Oh Gott. Torgosch, Abelmir, Ömer hat den Erschwernis eingetragen? Das kann der Erschwernis also sein. Also die zusätzlichen Punkte, ja genau, okay. 1, 2, 3, 4, 5, gut. Ja, erzählt weiter. Wie geht's weiter? Ja, kriege ich jetzt hier meine 1,5 Dukaten? Macht mich noch arm. Am Thema Arm. Abelmir, was genau wollt ihr eigentlich hier? Ragnar, müssen wir mal mitkommen. Wir sind in Selanda gezogen mit Abelmir. In Selanda? Ja, sind lecker! Sind ihr eingezogen? Wisst ihr, wie scheiße teuer das da ist? Aber das ist voll lecker! Da ziehen doch nur Grafen und Barone ein. Es war notwendig. Die Umstände nach Bord. Ich wusste gar nicht, dass ihr so reich seid. Dann ist die Bearbeitungsgebühr gerade auf 2 Dukaten gestiegen. Ragnar! Ihr sagt doch gerade 1,5 Dukaten! Hör auf, den Mann das Geld aus der Tasche zu ziehen. Tue ich doch gar nicht. Die Margarete, die hat einen armen Mann. Ich zähle hier 15 Silbertaler in die Hand. Das muss reichen. Ich muss mal eben kurz pinkeln. Dann immer geht einige Schritte weiter und ja. Ah, ich muss mal kurz meinen Schuh zubinden. Ah. die beiden tun nicht gute verschwinden. Der folgt mich um. Nun gut, offensichtlich. Ach, ist mir doch egal, was die wollen. Aber mir, wenn ihr so geneigt seid, könnt ihr mir gerne zur Residenz folgen. Aber ist doch jetzt gleich dran. Nummer 2, Ja, kriege ich jetzt meine Bearbeitungsgebühren? Hast du schon bekommen. Achso. Ja. Dann und was genau durch. Wollt ihr eigentlich hier? Wir müssen mit dem Rat besprechen, was wir tun hier für die Stadt, für das Land. Wenn gegen ihr etwas für das Land tun wollt, sprecht mit der Königin. Und ihr meint, wenn wir an die alte Residenz anklopfen, werden wir eingelassen? Wir werden allerfreundlichst um eine Audienz ersuchen und dann wird man sich eines Tages bei uns melden. Ömer hat sich gerade nach unten gebeugt, hat was aufgehoben, hab nicht genau erkannt, was das ist. Dann explodiert das in seiner Hand und ja, ihr könnt erkennen, wie wohl um die Ecke bei der priesterkaiserlichen Nora-Lexikrale eine Gruppe von Menschen läuft. 6 Stück an der Zahl, Sturmangriffe in eure Gesichter.